Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pirates Legend. Ja, neue Woche, neues Glück, richtig. Ja Leute, wie ihr seht, ich spiele heute auf dem englischen Server und einige von euch haben ja gewünscht, so von wegen, ey Pico, spiel doch mal wieder vom englischen Server. Und ich dachte, diese Woche mache ich das mal. Und zwar hat es bei mir so eine kleine Veränderung auf dem englischen Server gegeben. Und zwar habe ich den Account übernommen von einem unserer Unionsmitglieder, Patch, ne? Super Typ. Der hat gesagt, ey Pico, hast du nicht Bock, hier meinen Account zu übernehmen? Weil er hat noch einen anderen Account, den spielt er jetzt. Und meinte so von wegen, ey, ich glaube, das kommt richtig gut in deinen Videos an. Und ich dachte, ja, gib mal her den Code, dann gucke ich mal rein. Hab reingeguckt und dachte mir so, what the fuck? Ja, ich zeige euch mal eben das Team. Ja, das ist das Team. Ja, mit Enel, ne, schon auf Rubin, ne, Gold Roger, Gold 2, Kizaru Gold, Lau Gold. Hier ist eigentlich alles Gold, was man hier anfasst. Ja, hier sind so viele Goldschars drauf. Das ist Wahnsinn. Und natürlich noch viele, viele andere, die schon alle auf 9 gezogen sind. Die eigentlich nur noch darauf warten, auf Gold zu gehen. Ja. Also hier ist auf jeden Fall einiges richtig, richtig geil. Und ich dachte mir so, hey, daraus machst du Videos. Das war ja auch das, was unser netter Patch halt auch gerne wollte, dass er halt hier die Entwicklung sieht von seinem Account. Ich hoffe, ich mache alles richtig, ne? Wenn nicht, hau mir auf die Finger. Und für euch gibt es natürlich quasi richtig geilen neuen Content, ne? Ich meine, so einen guten Account hatte ich vorher nicht. Mein erster Account, den ich auf dem englischen Server war, den habe ich also ziemlich in den Sand gesetzt, ja. Und ich dachte mir, das wäre doch quasi die optimale Lösung, ne? Neuer Account, viel besser. Da kann ich euch auch ein bisschen mehr zeigen und ja, das denke ich mal wird euch sehr, sehr doll gefallen. Ja, gestern, also am Sonntag, wenn alles gut gegangen ist, ich meine, bei mir ist ja jetzt noch Samstag, war ein Livestream. Ich hoffe, ihr wart alle fleißig da. Ich habe ja vorher noch so ein Video rausgehauen, so ein Infovideo, dass ihr alle vorbeikommen sollt und ich hoffe, wir haben uns alle schön unterhalten. Ich kann es ja jetzt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht sagen. Ich weiß es ja nicht, ne? Und ich hoffe, dass das alles gut gegangen ist und dass wir eine richtig geile Show dahingelegt haben, ne? Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ne, wenn es wieder heißt Livestream zu Pirates Legend, ne? Ist muss für euch. So, jetzt habe ich hier schon mal die ganzen Klamotten alle zusammengesucht. Mach sie unten nochmal eben rein. Dann fahren wir das nämlich auch noch eben. Und dann können wir auf jeden Fall gleich loslegen. Und dann könnt ihr mal sehen, was so ein richtig geiler Account so bringt, ne? Für extravagantes Zeug. Das ist echt Wahnsinn, ja. Also wenn ihr dann zu diesem englischen Account auf jeden Fall irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das gerne unter die Kommentare schreiben. Falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Allerdings müsst ihr dann eine Woche warten, weil nächste Woche gibt es dann erstmal wieder den deutschen Content. Ne, ich wechsle jetzt immer hin und her zwischen Deutsch und Englisch. Und ja, ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Oh, heute ist sogar doppelt Loot in Ipple Down. Das ist super geil. So, das habe ich schon zurückgesetzt. Ja, Kistenkampf muss ich noch zurücksetzen. Ihr seht schon, das ist eine ganz andere Liga, ja. Wenn ihr so seht, was hier so alles drin ist. Die Leute haben hier teilweise 324.000 Teamforce. Das ist schon mega krass. Oder hier 254 von Reduka. Der ist übrigens auch bei mir in der Union. Ja, der ist schon nicht schlecht. Das geht schon gut ab da. Aber wir machen jetzt erstmal Impel Down schnell. Wir wollen natürlich hier noch ein bisschen Klamotten und so weiter kriegen. Hier ist natürlich die Teamzusammenstellung ein bisschen anders. Da ist Gurusei B mit drin als Tank, weil Impel Down braucht man ja eher so ein bisschen tankiges Zeug. Und wir ziehen jetzt hier einfach mal voll durch. Gold Roger macht das sowieso bis in die letzte Runde alles. Das ist total solo. Das ist dem total Puppe, was da steht. Und der rotzt einfach alles um. Ja? Also ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Account, ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen irre geworden, als ich die ganzen Steinchen zusammensetzen musste. Da war ich Stunden und Stunden dran und ich habe sie immer noch nicht alle fertig, weil ich habe einmal angefangen. Da war ich anderthalb Stunden zugange. Da habe ich, glaube ich, drei verschiedene Steinarten zusammengesetzt. Und ja, da fehlen noch ein paar. Ja, ja, aber ich habe mir gedacht, das machst du irgendwann mal in Ruhe, wenn du mal mehr Zeit hast. Ich denke mal, das werde ich hier nach dem Let's Play, werde ich das wahrscheinlich machen. Da setze ich mich mal dahin und hau die ganzen
Steinchen wieder zusammen und dann wird hier noch ein bisschen ausgetauscht, dann wird das Team auch noch einen kleinen Tacken stärker, hoffe ich. Und ja, auf jeden Fall mega geiler Account. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich bis heute nochmal ein Level aufsteige, hat aber nicht leider, hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich bin nämlich schon die ganze Woche nur am Leveln auf diesem Account hier, weil ich nämlich als nächstes hier Ray auf jeden Fall auf Rubin ziehen möchte. Das ist natürlich mega geil. Wenn ich das noch hinkriege, dann ist das Team eigentlich schon sehr hardcore, ne? Muss man ja mal so zugeben. Das ist schon eine Nummer, ne? Ist schon eine Nummer. Ja, so ein Team, ja, mega hart. So, jetzt machen wir hier noch einen Kampf. Dann sind wir hier nämlich durch bei Impel Down. Und dann springe ich mal, ja? Und dann seht ihr mal, wie weit das, der Account schon geswappen kann. Das ist nämlich mega nice. Guck mal, was hier alles bei rausspringt. Das ist mega krass, ja. Überall vier Splitter von hier, vier Gabsplitter. Dann haben wir hier noch, ja, ein Low, das ist jetzt ein bisschen mickrig, aber egal. Dann gibt es hier noch, ne, ich glaube, das zeigt ja gar nicht alles an, was hier alles so, ne, mit drin ist. So, wir setzen ihn einmal zurück, gehen nochmal rein und swappen direkt wieder. Jetzt sollte die Auslese hoffentlich ein bisschen besser aussehen. Das ist ganz schön mickrig gewesen. Vier Gab. Zwei Kizaros. Ja, ja, geht schon. Ich glaube, der zeigt die alle nicht an. Es geht eigentlich noch viel, viel weiter. Ne? Und wenn ihr das gesehen habt, wo ich da war, ne? Jetzt hatten wir hier auch nochmal. Ich kann euch das ja gleich nochmal im genaueren zeigen. Aber hier schon 720 von den Punkten. Das ist schon mega nice. Ich glaube, der war bei Impel Down war der auf jeden Fall schon durch, weil wir sind nämlich in die vorletzte Ebene des zweiten Impel Down Towers gesprungen. Das heißt, es gibt nur noch diese Ebene. Ja, das heißt, er hat die schon einmal durchgespielt gehabt und springt jetzt quasi in die Freezing. Mega nice. Da hat man auf jeden Fall viel, viel Loot, wenn man da springt. Ne? Da wird sich wahrscheinlich sogar schon lohnen, wenn man die letzte nochmal durchkloppt hier. So, dann gucken wir mal. Schnappen wir uns mal Reduka. Ja, dann nehmen wir uns für, was nehmen wir uns dafür mit? Hier sind natürlich alle möglichen Viecher natürlich schon auf Rubin. Ja, hier ist zum Beispiel auch Doflamingo. Der neue, ne, auch auf Gold schon mittlerweile. Ja, mega nice. Ich will gar nicht wissen, was der alles so an Geschwindigkeit raushaut. Hier haben wir auch nochmal einen Dragon. Ich glaube, wir nehmen uns einen Dragon mit. Packen wir einen Dragon da rein. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den mal in Action erleben. So, ich lasse es mal ein bisschen auf Auto. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ne? Jetzt kommt erstmal hier mein neuer Stunner, der natürlich mega auf die Kacke haut. Boom! Da ist schon, sind schon die ersten zwei Leute platt. Boom! Da ist es schon wieder reingeklappt. Und ihr seht, Gurusei A in Rubin steht mir gegenüber. Und trotzdem ist das quasi absolut null Problem. Ja, wir nehmen hier das Team auseinander, als wäre es nichts. Ja, und das war jetzt schon auf, ne, das war hier lila. Und ich habe das auch automatisch laufen lassen. Also da wisst ihr selber, das ist schon eine harte Nummer, eine harte Nuss. Hier haben wir den nächsten, der Gurusei C schon auf Gold. Ne? Der hat ja auch eine gewisse Teamforce schon. Da packen wir jetzt auch nochmal hier so ein Enel mit rein und gucken mal, was passiert. Lassen wir den einfach mal wieder auf Automatik laufen. Ich glaube, der zerreißt das Team trotzdem. Wie Sau, ja. Mega geiles Team. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den gekriegt habe, dass mir der anvertraut wurde. Und ich werde natürlich ihn in Ehren halten. Und werde das Beste versuchen, aus diesem Account halt rauszuholen. Ich glaube, ich habe so ein starkes Team gar nicht verdient. Ja? Weil, ich meine, ich dümpel auch auf dem Deutsch-Surfer immer zwischen 40 und 30 rum in den Top-Arena-Leuten. Ne? Das ist natürlich dementsprechend eigentlich ziemlich niedrig. So, fangen wir mal hier oben an, kloppen da direkt weiter. Hier haben wir noch einen blauen, der könnte vielleicht noch ein bisschen gefährlich werden. Jetzt habe ich Ladebildschirm. Ich hoffe, das heißt nicht, dass das hier abkackt. Das wäre natürlich echt scheiße. Komm schon, mach keinen Shit jetzt hier. Wir wollen noch was sehen. Wir haben noch 3-4 Minuten vor uns. Ansonsten muss ich das Spiel nochmal neu laden. Aber es sieht ganz böse aus, dass das Spiel jetzt gerade abgestürzt ist. Ja, das ist. Ich spiele auch mit dieser englischen Uralt-Variante. Ja, das ist schon etwas älter. Ne? Das ist die allererste App, die rausgekommen ist für Pirates Legend, ja, das ist also quasi schon uralt, Asbach-uralt, ne? Da kann man ja nicht miteinander vergleichen. Aber ich glaube, hier ist er wohl abgekackt. Ja, Leute,
Ihr wisst ja, ich kann hier leider nicht schneiden, weil das Programm halt ein bisschen tricky ist. Das will mein Format nicht haben, keine Ahnung. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, wir können jetzt mal eben schnell den Kistenkampf durchziehen, aber es sollte wohl nicht so sein. Dann wird die Folge heute halt leider ein bisschen kürzer, es tut mir echt mega doll leid, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal an die Folge am Mittwoch freuen, da geht's weiter auf dem englischen Server und es geht weiter! Leute! Glück gehabt, dann fange ich lieber mal hier unten an. Dann machen wir den hier mal. Jawohl. Gut, haben wir Glück gehabt, er hat sich doch noch gefangen. Dann gehen wir direkt mal hier in den nächsten Kampf rein. Ihr seht schon, Sengoku Gold ist quasi gar nichts. Jetzt habe ich natürlich noch die Prinzessin mitgenommen. Das heißt, das hier ist alles quasi One-Shot, ja. Jetzt kommt Enel, da unten die beiden sind auch weg. Steht nur noch der Heiler da, ja, und denkt sich, what the fuck, wen soll ich denn jetzt noch heilen? Das bringt mir ja gar nichts, ja. Boah, ich habe echt gedacht, das wäre das Ende gewesen von so einem netten Let's Play, aber, ja, läuft erst rein. So, jetzt kämpfen wir nochmal hier gegen den Blauen. Dafür nehmen wir natürlich auch mal wieder hier so eine goldene Prinzessin mit. Da werden wir jetzt sehen, was das an Schaden rausholt. Vor allen Dingen, das ist ja die optimale Combo quasi, was ich jetzt hier stehen habe. Ja, mit Gold Roger, der Prinzessin und Enel. Jetzt wurde ich natürlich gerade gestunt. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft, weil das könnte nämlich schon das Ende bedeuten. Das sieht auch ganz stark danach aus. Ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir gleich nochmal ran. Das war jetzt einfach nur Stun-Pech. Weil normalerweise, wenn sein Gold Roger gestunt ist, dann war es das eigentlich für das komplette Team. Ja, hier auf dem englischen Server, da geht es eigentlich nur noch darum, wer hat den besseren Stunner und wer trifft. Ne, wer trifft am besten. Gut, wir werden jetzt die gleiche Kombination jetzt einfach nochmal versuchen. Gehen wir hier nochmal mit der Prinzessin rein. Und kloppen da nochmal drauf. Jetzt ist natürlich der Gold Roger von ihm gestunt. Das heißt, es ist optimal. Das heißt, meine Prinzessin kann angreifen. Und direkt danach Enel. Und die vier sind quasi One-Hit. So gut wie. Ja. Da gibt es, also ist, ich glaube sogar sagen zu können, dass das zurzeit echt die perverseste Kombi ist, die man so spielen kann. Also auf jeden Fall von den T2-Werten, von den T2-Karten halt her. Also Prinzessin und Enel in der Combo, das ist schon echt eine ganz schöne Hausnummer. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Kizaru endlich auf Rubin geht. Greift er an die vordere und die hintere Reihe an? Das könnte natürlich wieder dafür sorgen, dass die Leute wieder mehr Kizaru spielen wollen. Das wäre natürlich eine Hausnummer, wenn der natürlich dann auf Rubin geht und greift dann die vordere und die hintere Reihe an. Das ist quasi absolut tödlich. So, jetzt habe ich natürlich den Heiler nicht geheilt, deswegen muss ich jetzt direkt mal das komplette Team auseinandernehmen, weil, naja, Stunner ist schon mal weg, da kann eigentlich nichts mehr passieren, der kann nicht mehr gewinnen, das ist unmöglich, weil der zerhackt die jetzt einfach so, das ist unglaublich. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Ray dann auch noch auf Rubin geht, dann habe ich vorne nämlich noch einen sehr, sehr effektiven Tank stehen, der glaube ich so ziemlich alles blockt und auch noch Buffs verteilt und ich denke mal, dann wird das Team auf jeden Fall noch um einiges perverser werden. Aber was mir halt fehlt, ist gerade halt ein Level. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das soll nicht so das Problem sein. Auf jeden Fall ist das mega, mega nice. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde den Account hier mega interessant, mega geil. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, vor allen Dingen, schreibt es auch vor allen Dingen in die Kommentare. Sagt Blacky, das ist ein richtig geiler Account. Wir wollen mehr von diesem Account sehen. Wir wollen sehen, wie du da die ganzen Leute zerdepperst. Ne? Dann sagt mir einfach Bescheid. Ne? Natürlich geht es hier in der Arena ein bisschen heftiger zu, als wie, sag ich mal, auf dem Deutschen. Weil hier wurden nämlich alle Server, also ich glaube alles, was über S25 war, wurde glaube ich zusammengelegt. Und dementsprechend, ne, ist natürlich hier echt was los und man fliegt quasi am Ende des Tages immer auf jeden Fall unter die 100. Das soll nicht das Problem sein. Ich kann ja hier mal einfach einen herausfordern. Ich weiß nicht, wollen wir manuell? Ich mach manuell. Komm, machen wir manuell. Gucken wir mal, wie es läuft. Whoop. Perfekt. So, direkt ihn hinterher. Zack. Zack. So, was kommt? Ah, Enel. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber egal. So, jetzt müsste eigentlich noch Kizaru kommen. Jawohl. Da ist schon sein Enel platt.
schon mega cool. Jetzt habe ich die Ulti verhauen. Aber hier, normalerweise geht es ja echt darauf, wer hat hier die schnellere Ulti. Oh, jetzt habe ich natürlich alle im Stun. Na gut, er hat nur noch sein Guru Saiya. Aber in Rubin, und das sollte man nicht unterschätzen, der geht auf jeden Fall schon mal übelst ab. Ja. Und ihr seht gerade, ich mache gerade absolut null Schaden. Das könnte sogar richtig böse enden. So, jetzt habe ich sein Guru Saiya wenigstens schon mal gestunt. Jetzt können wir vielleicht hoffen, dass das hier noch um einiges weitergeht. So, jetzt nochmal Gold Roger. Oh. Ah. So. Knallen wir da nochmal rein. Das war's. Es ist es gewesen. Also hier ist das, sind die Kämpfe auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schnappen wir uns hier mal Slayer. Versuchen wir den nochmal hier wegzuhauen. So. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man auf jeden Fall sofort den Stunner aktiviert. Weil sonst war's das. Das kann man nicht mehr blocken. Das ist, wenn der andere schneller ist mit dem Stun, dann ist man auf jeden Fall geliefert. Und wird auseinandergerissen quasi. Oh, oh. Auch nochmal hier. Bam! 800 Schaden bei Van Ogre. 800k Schaden, das ist echt schon heiße Nummer. Vor allem, ich bin auch noch am überlegen, ob ich dann Ray auf jeden Fall nochmal auf MATK fütter. Weil das soll natürlich nochmal ordentlich was bringen. Ne? Auf jeden Fall. Habe ich mir sagen lassen. Und ich denke mal, das haut schon übelst rein. So Leute, das war's aber von heute. Und am Mittwoch gehen wir mal weiter in eine Instanz. Und dann hauen wir da mal alles kaputt. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wir sehen uns dann am Mittwoch. Haut rein, Leute. Ciao.